Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder. Folge 15, wenn mich nicht alles täuscht. Genau da, 14. wo wir eben stehen. Nein, 15. Okay, 15. Okay, 15. Nee, war es 14, pass auf. Okay, nee, ich glaube, es ist 15. Genau bei dem Buch, was du eben gesehen hast. Genau, wir killen jetzt noch das Buch, danach gehen wir in die Kammer. Und Moment. dann müsste eigentlich das danach kommen, ne? Was kommt danach? Tja, gute Frage. Ich würde sagen, EQ2i.com. wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Wie klappt man das wieder hoch, das Fenster? Ich weiß, Hallen ist überbewertet, aber. Ah, schon wieder Oh, tot. schön, oh, schön. Eine exquisite Dungeons. Truhe. Herrlich. Runes of Wosun haben wir. Was sind wir Level? 33, 34. Sind wir hier in der Gegend? Nektropos Castle, da willst du unbedingt hin. Kaladin und Runny Eye. Runny Eye. Ja, Kaladin. natürlich. Ja, nicht Runny Eye? Kaladin fallen bessere Sachen, weil das glaube ich beim dritten Addon rausgekommen ist, in Runny Eye Ja, früher. aber Runny, Alter. Ah, hier ist ziemlich viel zum Anklicken, nur Ich falls du es mag wissen Runny Eye willst, in den nicht. Regalen. Außerdem Ich liebe Runny ist Eye. das umgebaute Kaladin. Vorher war das ja ein High-Level-Dungeon. Gut, können wir uns noch entscheiden. Prügeln wir uns einfach drum, wer gewinnt, gibt Autsch, an und dann gehen Kyuan wir nach. bitte. Ach, kein Mensch braucht Qwern. Templer, ah, toll. Genstall Kokuri. Oh, Stärke, Agi, Ausdauer. Oh ja, Yeah! das brauche ich. Ja, gut. Also hier liegt einiges zum Ankrabbeln. Ich weiß nicht, eigentlich brauchen wir es nicht mehr, aber Ich will auch du, nichts wie du ankrabbeln. willst. Gut, dann weiter und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die heilige Kammer und legen mal den Mr. Basun. Himself. Stimmt, das war das. Ich war gerade, wo war ich denn gerade? Ach, ich war gerade am Ende von Runny Eye mit dem Riesenauge. Oh, Ich gerade voll zwei Geburt. verwechselt. Oder war doch Runny Eye, wo das Riesenauge am Ende kommt? Yep, genau. Das sich selbst auskotzt. Ja, genau. Das genau. Das finde ich eine lustige Animation. Vor allem, wenn er mittendrin steht als Tank. Yep. Und den Augapfel direkt auf diese Kotze frisst. Du bist richtig davon angespuckt. Ja, ich drück drauf. Yep. Werden ja eh beide gezont. Ja, ich wollte gerade fragen, habe ich mitgenommen? Ja, habe ich. Wartet auf Zonensurfer. Da war schon länger keiner mehr drin. Wartet auf Zonensurfer. Oh nee. Oh Gott sei Dank, Jetzt, jetzt okay. geht's. Na komm. Ich hasse deine SSD. Jedes Mal Nö, das ich bin gleiche. schon. Ja, ich weiß, du hast eine SSD. Ich weiß gar nicht, was du hast. Halt, Meine 5400er Platte kommt da irgendwie stopp, nicht mehr her. folgen mir, schützen Bandorion und helfen auch Bandorion. Guck nochmal, Alles richtig ob deine eingestellt, Blut. du. Ja, okay, gut, ja, weil bei mir war es nämlich nicht. Gut, ich würde sagen, sobald wir hier runtergehen, kommen die, ne? Ne, wir müssen zuerst in den Ecken die Mobs killen, kann das sein? Ah, ne, Ich bin kurz voll triggern, raus. kurz triggern, bleibt da stehen, kurz triggern. So, wieder zurück, wieder hoch und dann Ach castet der stimmt, jetzt gleich die kommen ersten. diese schwarzen Dingsbums da. Genau. Genau. Wunderbar, Die Nummer waren nur 1, weiß, ne? Welle 1. Die waren blau bei mir, aber ja. Ja gut, okay, passt. Du bist ja ein paar Oh, ich Prozent vor mir. bin. Meine Ausruhe ist auch gleich weg. Ja, meins auch. Was habe ich noch? 2,9 Aber hat ja Prozent. gut gepasst. So, da sind die nächsten. Hol ich wieder. Ach, wenn Gudrun mal hier oben stehen bleiben könnte. Ich kann es ja nicht lassen, die Alte. Nee, nee, die braucht das. So, mal wieder ein Stück zurück hier. Am Endeffekt, was hat sie. Ich glaube, wir brauchen gar nicht hochgehen. Das war. Ups, ich bin noch drüber gesprungen, von daher. Ja, Jump'n'Run ist auch nicht so meins, wie man gerade sieht. Ja, müssen wir das jetzt. Ah, ne, da sind die nächsten. Und, ach, Moment.
Schnappt sie! Es ist wirklich relativ witzlos. Obwohl, die sind jetzt schon zumindest all Double Up und ich glaube, die nächsten sind all Triple Up, von daher, ja. Ja, aber ich muss ja gar nicht heilen. Nee, weil sie blau sind jetzt für mich. Ja, für mich sind sie weiß. Komm, fall um, Junge. So, jetzt sollten wir aber schon mal sicherheitshalber hier hochgehen. Ist er jetzt schon himself? Nee. Nö. Eine Welle müsste noch kommen. Doch. Ah, genau, ja, das ist der ätherische Unhold, aber. Aber auch nimmt. Ja, aber einfach Triple Up. Dann. Das musst du auf den Tank machen eigentlich. Ja, das mache ich normalerweise auch, aber der hat das halt noch nicht als Ziel gehabt. Normalerweise geht das über das Implied Target. Echt? Ja. Okay. Ich dachte, dann machst du das auch selbst auf dich. Ne, guck, jetzt pass auf. Na gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Da, hast du gesehen? Ging ja, auf ihn. So halb. So. Ja, Truhe exquisite aufmachen? Truhe. Nee, okay, wo ist denn? Die hält ja ein paar Minuten. Na doch, wir müssen die Truhe aufmachen. Nee, die hält ja ein paar Minuten. Weil wir sonst. Ja? Okay, gut. Alles dann schon. So, guck, jetzt pass auf, ich cast das wieder. Implied Target geht auf die Dings. Die Animation habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich sagen. Ich hab sie jetzt auch nicht gesehen. War anscheinend zu viel Animation. Oh Gott, der kann ja gar nichts. Der war mal richtig hart. Ja, allerdings. Mit 6 Mann hier drin gestorben. Zack, und 34. Z und 2. 2 exquisite Drohnen. Merkt euch dieses Bild. Eigentlich müssen wir einen Screenshot davon machen. Kann ich, F10. Nein, F10 macht mein UI anders. Fraps kann es irgendwo. F8? Keine Ahnung. Ja, Drucktaste, würde ich sagen. Ja, eine Fraps ist irgendeine Einstellung, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, F10 war richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Nummer 1. Au. Lass mich erstmal heilen, bevor die zweite aufmacht. Das bringt ja gar nichts, aber gut. Talengeflecht, Stärke Agi. Oh ja, Stoffrüstung bringt trotzdem nichts. Stärke Agi, ja. Also Gier. Was haben wir hier? Agi Int. Oh. Agi Int. Aber auch nicht sonderlich gut. Nicht sonderlich gut, aber. Naja. Och du, ich mein. Ah, mach ich Gier. Ich hab auch Gier ist gemacht. Nicht so wichtig. Ja. So, dann mache ich die auf. Jupp. Oh, dann Debeko hat's fast gekillt. Templer, na toll. Tja, also irgendwie. Naja, gut. Wie dem auch sei. Da hinten ist ein Buch. Ich schätze mal, das müssen wir anklicken. Ach nee, das ist für irgendeine Quest, wo man hier rein muss. Ja, ich würde sagen. Mana Stone Quest. Porten wir oder was machen wir? Ja, Porten wäre die cleverste Variante, bin ich schon der Meinung. Okay, alles klar. Wissen, Fähigkeiten, Ruf der Heimat. Ja, das war's von Wosun. Jetzt habt ihr es sogar diesmal relativ schnell komplett gesehen. 4 Folgen, relativ schnell? Ja gut, okay. Stunde. Doch, das finde ich gut. Ja, also, wenn man überlegt, okay, wie lange wir das letzte Mal für Dings gebraucht haben. Für Stormhold. Gut, da sind wir auch recht oft im Dreck gelandet. Ich möchte nochmal betonen, wie sehr ich Runny Eye liebe. Ist mir klar, dass du das betonst. Hätte ich jetzt so warten können, also damit habe ich irgendwie gerechnet. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall mal verkaufen hier. Ist eine gute Idee. Boah, sagenumwoben. Fabled. Schattengeflecht. Berg und Agi, kann doch keiner von uns tragen. Sollten wir es aufheben? Ich vertick das alles. Ja, vertick mal einen Broker, oder? Yep. Die, also nur die meiste vertick ich im Broker. Das kann so weg. Ich muss erstmal reparieren, sonst vergesse ich das. Boah, ich hasse diese Treppen. Ich hab's noch gar nicht drauf. Nicht verkäuflich. Dieses Ausstatterwissen, gibt's davon welche, die sehr viel Geld wert sind? Wenn, habe ich die nie gefunden. Ja, ich lasse es mal.
Punkte, Wissen für Fortgeschrittene. Zwei Meister, die sich noch verkaufen lassen. Wobei ich noch nicht mal eine richtige Tasche im Broker habe. Fortgeschrittene Verzierungen, die gibt's doch zu kaufen, oder? Yep. Hafenakte. Bist du dir sicher? Nein, ehrlich gesagt nicht, aber meine allwissende, sehende Kugel sagt mir, das ist so. Ja, kurz verkaufen im Broker und dann können wir uns eigentlich schon ab nach Kaladim machen. Ja. Also der Umhang ist echt hässlich. Tja. Ey, das liegt an dir. Früher war mir das völlig wurscht. Ja, das... Das gibt's überhaupt nicht. Das macht Sinn. Ich finde ja nicht. Doch, du müsstest mal meinen Tank, meinen Bersi mal sehen. Das sieht aus wie aus der Kleidersammlung. Alter, was ist das denn hier alles zu verkaufen? So, da ist der Makler. Wow, ich habe massig Platz da drin. Das wäre eigentlich blöd. Egal. Komm. Das mache ich mal bei Gelegenheit mit Haus holen. Oh, du müsstest noch eine Folge mit Haus machen. Mit Housing machen. Ja, das machen wir noch. Ich glaube, wir sollten die Folge dann nochmal beenden. Wieso? Sind wir 25 GB? Also vor Kaladim und so können wir alles noch wandern. Das ist kein Problem. Okay. Gut, Brigant, weg. 99 Gold. Dann verkaufen wir das doch für... Da zum Verkauf an. Verkauf beenden. Preis festlegen. Da, dann machen wir 90 Gold. Nein. 90 Gold. So. Hab ich das Falsche da reingetan, oder? Ich hätte ja schwören können, ich hätte eben zwei Meister Spells gehabt. Hast du auch, hast du verkauft? Geh auf Zurückkaufen. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich es verkauft habe. Aber wir können ja. Mal gucken. Bogenbauer zurückkaufen. Nein, habe ich nicht verkauft. Auf jeden Fall in den letzten paar Items nicht. Gibt's irgendwo eine andere Liste? Nee, bei Bankier sehe ich nicht. Ich habe jetzt schon drei Dinger hier für den Verliesersteller. Das ist doch super. 3 Gold. Muss ich verarschen, das ist ja nix. Preis festlegen, 3 Gold. Soll mal recht sein. Ich bräuchte. Also, ich müsste eigentlich echt unbedingt in mein Haus. Tasche, wo ist sie? Da. Suchen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Nicht da oben tippen. Da. Wir haben 82 Gold. Mal da, wer der Krösus. Das ist gut. Ich glaube, da komme ich nicht dran. Was haben wir denn hier? 28 Plätze. Sandelholz. Mammutbaum ist 36, okay. Rosenholz hat 32. Ebenholz 12, ja genau. Tresor aus Ulmen. Wir kippen das 11 Gold gemacht. Respekt. Ich bin stolz auf dich. So. Okay, dann nehmen wir den Mammutbaum-Tresor. Was machst du da? Ich kaufe mir einen Tresor für meinen Makler. Ah, genau. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch gerade. Weil bevor du wir ja das Haus haben. Gegenstände entfernen. Hopp, hopp. So. Weil da du ja die Folge machst fürs Haus. Ja. Sei ehrlich, das wäre das Sinnvollste. Entfernen. So, dann können wir nämlich den Tresor da reinziehen. Und haben jetzt 36 Plätze. Das sieht doch schon mal besser aus. Ah, hier ist auch mein anderer Master. War ja überhaupt nicht. Aaswächter. Da. Da. So, was haben wir denn hier? Makler. Tasche. 99 Gold, also verkaufen wir. Ah, ich würde sagen, das ist echt zu langweilig. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Puh, weiß nicht, ob das so langweilig ist.
Haben wir alles noch nicht gezeigt, sage ich mal. Gut, den Broker. Also ich habe ihn nicht gezeigt, wenn du ihn gezeigt hast. Okay. Ja, kannst du nicht. Ich bin ja derjenige, der die scheiß Flaps-Geschichte da immer machen muss. 4 Platinum. Ich finde Level 26 Level. Die haben sie ja nicht alle. Nochmal ein Platinum davon. Was die für Preise da reinsetzen. Nee, es gibt gar nicht ein Platinum für einen Level 25 Spell. Dann machen wir 90. Was hast du geholt? 36 Kiste oder was? Ja, Mammutbaum. Hat 5 Gold gekostet, fand ich jetzt recht günstig dafür, dass 36 Sachen reingehen. Ja. Kann man auch ein bisschen mehr verkaufen. Was Größeres. Ach, da haben wir ja noch die abgetrennte Fichte, genau. Das Rare. 40. Nur noch reinziehen, gucken, was das. 40 für 8 Gold. Gut. 5 Gold ist jetzt auch nicht so die Welt, was das bringt. Naja. Gibt's noch mehr? Ja, es gibt mehr, aber ich habe jetzt nicht weitergesucht, weil 5 Gold hat mir gereicht und 36 Plätze reichen mir auch erstmal. Nachher kannst du ja sowieso die richtigen Housing-Items nehmen. So, dann guckt Klein Martin mal, wo Kaladin überhaupt ist. Genau, mach das mal. Den Flash mal gut zu wissen. Ich vergesse so einen Kram nämlich immer. Viel mehr als 40 gibt's auch nicht, ja? Kaladin. Butcher Block. Och, echt? Ich weiß, es heißt Butcher Block, das ist mir klar, aber. Ja. Auch echt jetzt? Ja, die habe ich jetzt eigentlich nicht gesagt. Aber es heißt, nee, es heißt Hackklotzberge. Ich vergesse das immer, Entschuldigung. Hackklotzberge. Ich habe da irgendwie so gar keinen Bock hinzugehen. Das Leben ist hart. Du musst auch mal sagen, machen, ja, die dir nicht gefallen. Wie kommen wir denn nach Butcher Block? Butcher Block. Über den Teppich? Oder über. Nee, über die Glocke, glaube ich. Auch, ja? Jetzt reicht's mir. Jetzt weiß ich, warum ich so langsam laufe. Oh. Weil ich. Ich hab doch den Umhang mit Wisdom. Hatte ich angezogen, dafür den Reiseumhang rausgetan. Und der Unterschied ist schon gravierend. So, schauen wir doch mal. Dann ziehen wir mal den ganzen Shop da rein. So, da lang. Flitz, Junge, komm! Oh, es wird Zeit für Flugmount. Wann kann man die Quest anfangen? 83, 87? 85, glaube ich. So. Ach stimmt, dann zieht sich nochmal zwei. Dann kann das sein, dass ich die nicht verkaufen kann? Wenn sie schon verbunden hast, nicht. Dann geht das nee, nicht. Hab mehr. Ich nicht. Dann dach. Nee. Kannst aber nee, nicht nee, das ist. Nee, kannst du nur mit mir jetzt noch handeln, glaube ich, aber sonst nicht. Da, Hackklotzberge. Hackklotzberge. Dieser Krampf, ich muss alles übersetzen. Und wenn es keine sinnvolle Übersetzung gibt, dann machen wir es einfach strikt nach Wörterbuch. Jedes einzelne Wort einfach 1:1 übersetzen. Klingt blöd, ist aber so. Makler durchsuchen. Oh Gott. Das nehme ich mal direkt wieder raus. Bringt auch nichts. Gibt's doch jetzt eigentlich auch einen Greif in den Hackklotzbergen. Wow! Gott sei Dank habe ich es nicht verkauft. Ausstatterwissen für Fortgeschrittene Band 16, Minimumpreis 98 Gold. So, guck mal da. Ja gut, nur weil es im Broker so drin ist, heißt nicht, dass es auch Leute bezahlen, aber... Ja, wir gucken mal, was er dafür haben will. 70 Gold. Okay. Was suchen wir? Kaladin. Da. Suchen. Sohne, du, Karl, da oben ist das, okay. Nein, jetzt habe ich schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Musst irgendwas neben dran anwählen, genau. Ist ja gar nicht so weit. Gibt es da einen Flugpunkt in der Gegend? Heilige Rüstung? Natürlich nicht. Denkt. Oder ich schiebe. Viel, 35 Gold. Da ist aber doch ein Flugpunkt, okay. Ach, ich gucke einfach an dem Flugding, dann weiß ich es. Nicht so schwierig sein. So, komm mal her, du. Ne, den da. Ich möchte reisen. Es gibt wirklich hier keinen Flugpunkt. Blub, 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 blub. Boah, Gott, sind die krank. 2 Platin. Was zur Hölle? Also ich merke, ich war echt hier schon ewig nicht mehr drin.
Ja, je nachdem, wie sich die Preise halt auch anpassen über die Zeit. Ja, klar. So, dann würde ich hier einen Break machen, weil wir schon wieder an der Grenze sind. Ich stehe jetzt schon vorm Greif, das heißt, wir können eigentlich direkt losfliegen beim nächsten Mal Well und met. eigentlich direkt nach Kaladin rein. Also mit ein bisschen Laufen, okay, aber ansonsten sollte es hinzukriegen sein. Dann sehen wir uns in Folge 16. Bis dann.